Ja, wie jeden Nachmittag bin ich mit meinem Mann Gerrit und unserem Hund Jack im Wald spazieren gegangen und wir haben irgendwie Schüsse oder sowas gehört, also irgendwer hat da rumgeballert und ja, bei einem lauten Knall hat sich der Jack losgerissen, er hat sich total erschrocken und ist dann weggerannt und ja, dann haben wir uns auf die Suche gemacht, der Gerrit in die eine, ich in die andere Richtung und ja. Jack! Gerrit? Du hast ihn? Oh, alles klar. Ja, dann komme ich nach Hause. Okay. Alles klar, dann sehen wir uns da. Boah, was ein Glück. Bis gleich, ne? Tschö. Jack? Gerrit? Ja, da bist du ja. Ja, komm schnell, Jack. Ja, komm mal her. Hier, guck mal. Guck mal. Ja, komm mal schnell her. Ja, guck mal. Oh, da bist du ja. Wo ist der Gerrit? Guck mal. Jack, guck mal hier. Du hast ja Blut an der Schnauze. Wo ist denn der Gerrit? Gerrit! Dann kam plötzlich der Jack mit der Leine auf mich zugerannt. Und ich so, hä, wo ist denn der Gerrit? Und dann habe ich gesehen, dann hatte der eine total blutige Schnauze. Und dann habe ich gedacht, ach du Scheiße, ist mein Mann angeschossen worden, weil ich habe ja die ganze Zeit Schüsse gehört. Ja, hallo, Manuela Krämer hier. Nach dem Notruf der verzweifelten Ehefrau hat die Leitstelle neben Polizei und Rettungsdienst auch Suchhundeführer Robbie Hagen in den Wald beordert, um Manuelas Mann schnellstmöglich aufzuspüren. Denn Gerrit braucht vermutlich dringend medizinische Hilfe. Sind die Melder? Ja. Also folgendes, ich war mit meinem Mann im Wald spazieren mit dem Hund und dann kam ein Schuss. Der Hund hat sich losgerissen und ist weggelaufen. Ja, ein Schuss. Wie, ja? Hat eine von euch hier ein Schild gesehen oder so? Nee, normalerweise müsste die Jagd angemeldet werden. Hey! Hier runter, runter. Runter. Wird geschossen das hier. Das hab ich schon ein paar Mal gehört. Wie gesagt, bleiben Sie unten, bleiben Sie unten. Ja. Der Hund hat auch eine blutige Schnauze, aber er blutet selber nicht. Ja. Also, bleiben Sie jetzt schon wieder. Ich, du hast ja den Hund dabei, ne? Ich nehme den Hund hier mal mit. Ich nehme den Hund mal mit. Sie nehmen den Jack mit? Ja, der kommt bei mir in eine Hundebox drin. Okay, also ich hab noch eine zweite Hundebox da und da tue ich den da rein. Also der ist bei mir ganz gut aufgehoben. Okay. Ne? Wir haben dann bei unserem Einsatz sofort den Hundeführer mitgenommen. Nämlich bei irgendwelchen Suchmeldungen ist es immer ganz wichtig, den Hundeführer dabei zu haben, weil der Hund die Spuren aufnehmen kann und wir kommen dann dadurch natürlich schneller zum Erfolg. Ah, der Hundeführer kommt mit dem Hund. Okay. Dann können wir gleich die Suche fortsetzen. Ja, mir fällt jetzt gerade was ganz Blödes ein. Mein Nachbar. Der ist Jäger. Und Ihr Nachbar ist Jäger? Mit dem ist total Stress. Nicht, dass der meinen Mann irgendwie angeschossen hat oder so. Wieso kommen Sie denn darauf? Oh, das ist eine lange Geschichte. Also irgendwie, der verdächtigt uns ständig irgendwie was zu machen. Und der ist wirklich aggressiv. Also der geht morgens und abends mit seiner Ausrüstung aus dem Haus und Gut, aber der kann hier nicht einfach jagen, so wie er will. Er muss also mit... Ja, schon wieder. Schon wieder. Ja, aber wo kommen denn die Schüsse sonst her? Wenn hier eine Jagd stattfindet, dann muss die angemeldet sein. Da müssen Treiber hier sein. Ja, aber wenn er auf meinen Mann geschossen hat. Ich will jetzt wissen, wo mein Mann ist. Können wir jetzt mal suchen gehen? Deswegen gehen wir ja jetzt mit dem Hund. Gerrit! Doch nicht nur die einsetzende Dunkelheit erschwert die Suche nach dem vermutlich angeschossenen Ehemann. Manuela und die Spezialisten laufen ständig Gefahr, selbst getroffen zu werden. Gehen Sie in Deckung. Bleiben Sie jetzt mal zurück. Das ist doch der Nachbar. Waffe runter! Polizei! Waffe runter! Lass die Waffe frei! Waffe runter! Bis auf den Weg! Erstmal auf die Knie! Ich bin Jäger. Ich habe einen Waffenschein und jetzt machen Sie ganz langsam die Taschen leer. Wenn Sie einen Waffenschein haben, hier werden Sie ist mein Waffenschein, mein Jagdschein. Okay. Bitte schön. Okay. Keine Bewegung. Ja, ich habe den. Kannst nachgucken. Okay. Haben Sie hier den Schuss nicht gehört? Sind hier noch mehr Jäger unterwegs? Nein, hier bin nur ich als Jäger zugelassen. Hier ist kein anderer. Ich hab's auch schon gehört, aber ich kann's mir auch nicht erklären. Okay, aber Sie ballern ja auch hier im Wald rum. Ja, die anderen verjagen mir die Wildschweine. Ich bin Jäger. Freizeitjäger Franz beteuert, nur einen Schuss abgegeben zu haben und nicht zu wissen, wo Manuelas Mann ist. Doch die 48-Jährige glaubt ihrem Nachbarn kein Wort, da er ihre Familie anfeindet, seit sie vor 2 Jahren neben ihm einzogen. Alles klar. Was hast du mit Gerrit gemacht? Ich
weißt du, nicht wo. Wo ist der? Keine Ahnung. Du hast ihn angeschossen. Ich hab hier niemanden gesehen. Der Jack hatte eine blutige Schnauze. Hier schießt die ganze Zeit einer. Ja, aber nicht. Wo ist der Gerrit? Ich hab's ja selber gehört. Ich weiß es nicht. Du schändest da doch gerade. Ein Schuss wurde abgegeben, ist das richtig? Das ist richtig, ja, aber okay. Mit den anderen Schüssen habe ich hier nichts zu tun. Okay, aber irgendwoher müssen die ja kommen, ne? Aber Sie haben die ja auch gehört, ne? Ich habe es auch gehört, ja, natürlich. Okay, dann stehen Sie jetzt mal erst auf. Wo ist denn Gerrit? Ich gebe Ihnen mal erst Ihre Papiere zurück, die sind soweit in Ordnung. Ich setze da vorne den Hund noch mal neu an und dann müssen wir noch mal weitersuchen. Genau. Diese Person konnte sich natürlich ausweisen. Das war tatsächlich der Nachbar von unserer Melderin gewesen. Er konnte sich aber ausweisen. Er hatte einen Jagdschein und auch eine Waffenbesitzkarte. Und in dem Moment war er für uns nicht mehr verdächtig, da all dieweil im Laufe unserer Ermittlungen weitere Schüsse erfolgten. Und das machte uns natürlich ein wenig fragwürdig. Was ist hier in dem Wald los? Doch bevor Ingrid Hall und ihre Kollegen nach dem Schützen fahnden, müssen sie den vermissten Gerrit finden. Denn Manuela fürchtet, dass ihr Mann in Lebensgefahr schwebt, da er immer noch auf keinen ihrer Anrufe reagiert. Runter! Wir müssen weitermachen, wir müssen ihn finden. Hat der Hund eine Fährte? Gerrit! Da vorne! Oh, da vorne! Oh Gott! Bleiben Sie zurück! Gerrit! Bleiben Sie zurück! Sanitäter vor! Kümmern Sie sich bitte! Oh Gott, ist er tot? Oh, schon wieder! Hallo, können Sie mich hören? Hallo, was war das? Da ist er noch geflogen! Wir haben Atmung, Puls haben wir. Was ist das? Da liegt noch so ein Ding, das sind Deckel. Lebt mein Mann? Ja. Okay. Weißt du, was tatsächlich. Jeder weiß, wo er ist. Auf jeden Fall ist da Blut dran. Siehst du das? Ja, ja, ich sehe das. Wir lassen das erstmal hier liegen, fotografieren das später, stellen das sicher. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Nee. Ist das eine Schussverletzung, die er da hat? Keine Ahnung. Das sieht nicht so aus. Decke von irgendwelchen Gefäßen, aber wovon? Hat einer von euch mal eine Taschenlampe, dass wir mal. Genau, komm mal ein bisschen mit Licht hier ran. Jo, danke. Hat er irgendwie eine Schussverletzung? Nein, nein. Der hat einen Cut. Auf der rechten Stirn. Ja. Kannst du vielleicht mal den Deckel bringen? Ja, ich hab den Deckel schon hier. Guck Hallo. Mal, kann das davon kommen? Guck mal, ob das Hallo. Davon kommen kann. Ja, selbstverständlich. Ja, auf jeden Fall, guck mal. Genau. Was ist denn da passiert? Was ist das? Das ist so ein Metalldeckel ist das. Im Verlauf reichte mir dann der Polizist so einen silbernen Deckel, sah aus wie so ein Deckel, Verschlussdeckel, an dem eine Blutanhaftung gewesen ist. Diesen Deckel habe ich dann genommen, habe ihn einmal Richtung Stirn gehalten und ja, da war das Rätsels Lösung. Der gute Mann musste halt von diesem Deckel getroffen sein. Wie das jetzt nur zustande gekommen ist, konnten wir nicht feststellen. Aufgabe der Polizei. Hey. Oh, schon wieder. Schon wieder. Hier, deine Taschenlampe, guck, wo das herkommt. Das geht so nicht weiter hier. Dann müssen wir da runter, oder? Während die Sanitäter sich um die verletzte Person kümmerte, kam dann ein Deckel angeflogen, das zu irgendeinem Gefäß gehörte. Und wir mussten dann in diese Richtung gehen, um zu ermitteln, was ist denn hier los? Wer schießt hier mit irgendwelchen Deckeln durch die Gegend? Unter Beachtung der Eigensicherung sind wir dann in diese Richtung gegangen und da haben wir eine große Überraschung erlebt. Wie Ingrid Hall und ihr Kollege will auch Manuela herausfinden, wer für die Verletzung ihres Mannes verantwortlich ist. Deshalb folgt die Ehefrau den Polizisten, nachdem sie Gerrit bei den Sanitätern in guten Händen weiß. Niemand ahnt, dass der Deckelschütze kein Unbekannter ist. Hey! Hey! Polizei! Hey! Hey! Hände hoch! Hände hoch! Hände hoch, zurückgehen! Auf die Knie! Was macht ihr denn hier für Blödsinn? Ich mach Milchstandschießen. Was für ein Scheiß? Ich hab Carbid aus dem Chemieunterricht mitgenommen. Und dann habe ich ein bisschen da reingetan, das angezündet und die Deckel von den Milchkannen schießen lassen. Ich nehme das auch auf, ich kann Ihnen das gerne zeigen. Joshua? Da, Mama? Was machst du denn hier? Ich. Was machst du hier im Wald? Wer ist der Herr denn? Das ist mein Sohn. Das ist Ihr Sohn? Das ist mein Sohn. Was machst du hier? Ich wollte Milchkannenschießen machen und das für meine Kumpels aufnehmen. Weißt du eigentlich, dass Papa da oben liegt und schwer verletzt ist? Wie? Der hat so einen Teil an den Kopf gekriegt. Was? Guck mal, da liegt ja auch so ein Deckel. Dieses Ding hier. Da liegt ein Deckel. Hat den Papa schwer verletzt. Der Jack ist abgehauen, weil es so geknallt hat.
Der hat sich losgerissen. Wir haben den gesucht und dann hab ich ihn verloren. Und du hast hier so rumgeknallt, solch ein Theater veranstaltet. Ja, ich hab gedacht, er wär's gewesen. Mann, die ganze Familie. Oh Gott. Sind Sie ansonsten noch bewaffnet? Ich hab nichts bei mir. Nein, der ist nicht bewaffnet. Alles klar. Ich taste ihn aber trotzdem mal kurz ab. Ja, taste ihn mal ab. Derjenige, der hier dieses Milchdeckelschießen verursacht oder veranlasst hat, war der Sohn des Verletzten. Und er gab uns dann zu erklären, dass er natürlich nicht nachgedacht hat und es ihm auch schrecklich leid tut, dass er seinen Vater dabei verletzt hat. Er hat also seine Schuld eingestanden und auch eingesehen, dass es nicht rechtens war, was er hier getan hat. Aber er muss sich trotzdem strafrechtlich dafür verantworten. Es war eine fahrlässige Körperverletzung. Das stellen wir auf jeden Fall sicher. Okay. Gut, ich denke, Sie werden von der Kriminalpolizei bei uns nochmal vorgeladen. Da können Sie sich zum Sachverhalt äußern. Das ist auch kein Antragsdelikt mehr. Also das heißt, selbst wenn Ihr Mann auf einen Strafantrag verzichten will, ist ein Offizialdelikt und das wird von Amts wegen verfolgt und der wird mit Sicherheit auch dafür bestraft werden. Mein Mann wird niemals irgendwas gegen unseren Sohn. Schauen wir mal, was da am Ende des Rennens dabei rauskommt. Liegt nicht in unserem Ermessen, macht der Staatsanwalt. So, wir räumen die ganzen Sachen jetzt hier auf, nehmen das mit. Haben Sie noch was im Rucksack? Nein. Kann ich ihn jetzt mit nach Hause? Dann können Sie den mitnehmen, wir nehmen die Kanne mit. Richtig. Ich will dich jetzt nicht anfassen, dass du Handschuhe hast. Ich habe Handschuhe, aber ich denke, Sie sollten mal über den Mist hier einfach noch mal nachdenken. Genau. Da haben Sie das. Gut. An Sie vielleicht die Entschuldigung, dass wir Sie falsch verdächtigt haben, aber Sie waren nun mal der Erste, den wir hier vorgefunden haben. Kein Thema, konnten Sie nicht wissen. Joscha war sich nicht über die gefährlichen Folgen im Klaren, als er das sogenannte Milchkannenschießen ausprobierte. Dabei wird in der geschlossenen Kanne mit Chemikalien ein explosives Gas erzeugt, das den Deckel absprengt, wenn man es durch ein Loch im Boden entzündet. Der 17-Jährige und seine Mutter sind froh, dass Vater Gerrit neben seiner Platzwunde nur eine Gehirnerschütterung davontrug und die Klinik 3 Tage später verlassen durfte. Auf sein Urteil wegen fahrlässiger Körperverletzung wartet der Schüler noch.